welchen Tabak in welcher Pfeife. Ja, die Cap macht einen zu großen Schatten ins Gesicht. Dann machen wir mal kurz 90er-Jahre-Style. Welche Pfeife für welchen Tabak? Das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird in der Pfeifen-Community. Ich persönlich sage, man braucht jetzt nicht für jeden Tabaktyp eine separate Pfeife haben. Ich meine, das machen ja viele, es haben ja auch sehr viele Pfeifenraucher irgendwie 30, 40 oder sogar 400 Pfeifen, sowas gibt es ja. Ich finde das ein bisschen, ich meine, ich bin auch Sammler, ja, vom Charakter her. Ja. Ich sammle zum Beispiel Feuerzeug, ich sammle Messer, ich sammle so manches. Ja. Aber Pfeifen auch, aber ich meine, ich habe 6 Pfeifen. Das ist nicht viel. Ja. Das klingt jetzt für einen noch nicht Pfeifenraucher, klingt das vielleicht super viel, aber es ist nicht so. Chase! Mal kontrollieren, ob er noch da ist. Ja, da kommt er rangeprescht. Wie eine verfressene Lokomotive. Ja, ja. Aber für jeden Tabak eine verschiedene Pfeife, das finde ich persönlich, ist bloß meine Meinung, braucht man eigentlich nicht. Es sei denn, ihr habt jetzt einen Tabak, der so richtig mit Aroma zugesoßt ist, dann, meine Güte, muss, sorry, da haben mir gerade zu viele Hunde gekläfft. Zurück zum Thema, verschiedene Pfeifen für verschiedene Tabake braucht man, finde ich, bedingt, man braucht es nicht zwingend, ich habe halt stets zwei Pfeifen mit dabei. Liegt aber nur daran, weil hier in meiner Pfeifentasche halt einfach Platz für 2 Pfeifen ist. Und nur deswegen. Dann tue ich halt auch 2 Pfeifen rein. Eine Pfeife ist ja auch nicht schwer oder so, ja. Das heißt, ich tue halt die Möglichkeit, die ich habe, die nutze ich aus. Aber jetzt zu sagen, ah, das ist ein Latakia, jetzt muss ich meine Latakia-Pfeife holen, finde ich Schmarrn. Also da wird häufig, gerade für die Beginner, ja, wird da ein bisschen zu viel Trara um nichts gemacht. Ah, ein Specht. Wird da ein klein bisschen zu viel Trara gemacht. Ihr braucht nicht 10 Pfeifen kaufen. Ganz besonders zu Anfang nicht. Kauft euch eine Pfeife, eine Kornkorb. Ich hab darüber ja schon mal einen Film gemacht. Aber ihr braucht jetzt nicht, ich mag jetzt 2 Tabake kaufen, jetzt muss ich auch 2 Pfeifen kaufen. Das ist Käse. Wenn ihr jetzt einen voll Aromaten habt, der so richtig zugesoßt ist mit Mandarinen-Aroma oder keine Ahnung, ja. Dafür würde ich mir dann vielleicht eine Kornkorb kaufen, eine separate Pfeife kaufen, weil wenn ihr jetzt nur diese Pfeife habt, habt ihr nichts davon, wenn ihr einen sehr zugesoßten Tabak dort reinsteckt, weil da könnt ihr euch fast sicher sein, dass der Geschmack in dieser Pfeife drin bleibt. Da macht es dann Sinn. Ja? Aber jetzt nicht eine Virginia-Pfeife, eine Burley-Pfeife, eine Latakia-Pfeife. Ich persönlich sage, das ist Schmarrn, das kann man natürlich machen, wenn man das möchte. Aber wenn ihr mal eine Zeit lang Pfeife raucht, dann kommt ihr zwangsläufig in diesen Modus rein, wo ihr vom Regal eine Pfeife greift und da den Tabak reinstopft, auf den ihr gerade Bock habt. Und fertig. Und nachdem da mal 10 verschiedene Tabake drin waren, wird da auch kein Geschmack mehr bleiben. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen.
Man braucht halt so eine Zweitpfeife dann schon mal, wenn man mal wechseln will oder auch mal eine dritte oder auch eine achte. Aber ihr braucht jetzt nicht auf Krampf für jeden Tabak, den ihr rauchen wollt, eine separate Pfeife euch holen. Das finde ich ist Bullshit. Bullshit, ich höre ja nichts.